Was geht ab? Cool, haut auf, tschüss. Geht's euch gut? Sehr schön, freut mich. Ich habe mir echt zu Hause nochmal die Doku von der Basketballlegende Michael Jordan angeschaut, damit ich mich motiviere. Und mir ist aufgefallen, in dieser Doku beendet Michael Jordan seine Stories immer mit demselben Satz. Und das ist, und der Rest ist Geschichte. Und ich sitze vor dem Fernseher und denke mir so, hey, das ist cool, das will ich auch sagen können. So. Aber der Rest ist Geschichte. So. Aber dafür musst du halt was Krasses im Leben gemacht haben. Ne? So. Ich sitze vor dem Fernseher, schaue Michael Jordan und esse gerade Indisch. Ich kann diesen Satz nicht sagen. Ich kann es nicht gebrauchen. So irgendwie. Ja, ich kann nicht zum Beispiel kommen und sagen, hey, ich war letztens beim Urologen und der Arzt meinte, Herr Oglu, wir haben schlechte Nachrichten. Und der Rest ist, wisst ihr, was ich meine? Es funktioniert nicht. Es geht nicht, man muss was Krasses gemacht haben. So. Ich bin kein Sportler, aber ich will mich wenigstens wie einer fühlen. So. Also dachte ich mir, okay, komm, steh auf, mach ein paar Liegestützen. Und sofort dachte ich mir, nein, hock dich hin, chill. Mach dich nicht lächerlich. Du hast gerade Indisch gegessen. Ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um Geschichte zu schreiben. Ja, ich sollte wirklich abnehmen. Eigentlich wollte ich heute ein Hemd anziehen. Aber kennt ihr das? Ihr habt ein Hemd dann zugeknöpft, wollt euch hinsetzen und dann merkt ihr, wie diese zwei Knöpfe hier voll anfangen zu zerren. So. Das sind so die am härtesten Knöpfe an meinem Hemd, so die am härtesten arbeitenden Knöpfe an meinem Hemd. So. Die müssen diese ganze Scheiße festhalten. Das ist so mein Butter Chicken hier. Die oberen, die haben es voll chillig. So. Keine Ahnung. Wenn meine Knöpfe Arbeitnehmer wären, wären die zwei so die albanischen Bauarbeiter. Das will ich damit sagen. Die haben einen Knochenjob, die müssen hart arbeiten, das ist deren Baustelle. So. Die oberen, das sind so Bürodeutsche. Die haben so entspannte Arbeitszeiten, Wochenende frei, sind sozialversichert und so. Witzigerweise wären aber nur die oberen Knöpfe lose, so, die kriegen Burnout. So was. Und die zwei, die hustlen, die arbeiten hart, kein Wochenende, kein nichts. Wisst ihr warum? Die haben einen Traum. Die wollen irgendwann mal Manschettenknöpfe werden. Die oberen sind nur am Meckern, so, wann kriege ich meinen Brückentag frei und so. Ich habe jetzt vorgenommen, mehr Gewicht zuzulegen, damit ich Brüste bekomme, damit die oberen Knöpfe endlich mal wissen, was eigentlich harte Arbeit bedeutet. Diese überprivilegierten Knöpfe. Ansonsten noch was über mich. Ich habe mir Boxershorts gekauft und... erst als ich sie angezogen habe, habe ich gemerkt, dass es die falschen waren. Das waren so diese Boxershorts, die so eine Öffnung vorne eingearbeitet haben. Das sind so die Boxershorts, wo sich die Hersteller denken, Pinkel muss noch schneller gehen, ist viel zu langsam. Und ich denke mir so, warum? Also das ist schon schnell, wir setzen uns nicht mal dafür hin. So. Also offiziell setzen wir uns hin, aber... Und es ist nur eine Bewegung. Ich meine, wie schnell soll es gehen? Wie weit willst du diesen Vorgang noch optimieren? So, weißt du? Weil ich glaube, es gibt keinen Mann auf dieser Welt, der solche Shorts hat und sich denkt, hey, seitdem ich diese Shorts trage, habe ich mehr Zeit für meine Familie. Das ist krass. Ich sehe meine Kinder öfters. Die sind groß geworden. Zeit, die vergeht. Ja, Mann. Was mir auch aufgefallen ist, ich bin jetzt 31. Und vielleicht gibt es hier ein paar 30-Jährige, die das bestätigen können. Aber so, ich habe gemerkt, ab 30 ändern sich die ganzen Interessen und Themen um einen herum, so, die nie eine Rolle gespielt haben. So, plötzlich ist Raclette ein Thema in meinem Leben. Wisst ihr, was ich meine? So, ich hatte noch nie Raclette. Ich bin muslimisch aufgewachsen, bei uns gibt es sowas nicht. Aber seitdem ich 30 bin, jedes Wochenende werde ich irgendwo eingeladen, Raclette haben. So. Ich check das nicht so. Mögt ihr Raclette? Ich hasse Raclette. Das ist ein dummes Konzept. Wirklich, ich check das nicht. Ich wurde letztens zum ersten Mal eingeladen, ne? Wo ich angenommen habe. So, hey Cäsar, ich lade dich zum Essen ein, komm zu uns. Wir machen Raclette-Abend. Aber das, was du essen willst, musst du selber mitbringen. Und du musst es auch selber zubereiten. Und anstatt, dass wir es in der Küche machen, machen wir es im Wohnzimmer. So. Und ich denke mir wirklich, dafür muss ich mir Hosen anziehen, wirklich. Aber ich bin trotzdem hingegangen. Mit Hose, weil meine Boxershorts ein Loch hat.
Und als ich da war, sitze ich so an dem Tisch und ein Kumpel von mir tut so ein Stück Speck auf die Pfanne hauen. Und von diesem Stück Speck kommt so ein Fettspritzer auf mich und verbrennt mich. Kann ja passieren, ne? Aber um diesen Tisch herum sitzen 5 Deutsche und nur ich werde verbrannt, Alter. Von so einem Stück Schweinespeck? Was für ein Nazi-Speck ist das denn, Alter? Die haben angefangen zu lachen. Ich habe mich mega verarscht gefühlt, so. Ich wusste, das Ra von Raclette steht für Rassismus. Safe, das kann nicht anders sein. Selbst dieses Stück Speck hat rassistisch gebrutzelt. Kanacke, 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 Kanacke. Und ich wurde wütend. Also habe ich meine selbst mitgebrachte Knoblauchwurst ausgepackt, so. Als wär's ein Pokémon. Oh, ihr wollt Krieg. Okay, Sujuk, du bist dran. Fettspritzattacke. Siehst nur überall so Fettspritzer so. Kriegen alle so einen Fettspritzer-Headshot. Und der Rest ist Geschichte. Mein Name ist Cesar Oglu. Dankeschön. Hey Leute, mein Name ist Cesar Oglu. Vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. Wenn ihr meine Kollegen auch noch sehen wollt, hier seht ihr die ganzen Folgen. Und ansonsten, die aktuellste Folge gibt's hier. Und lasst ein Abo da, und zwar hier.